Guten Morgen, Leute. Willkommen zurück zu Elex. Ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Oh, das ist auch so eine Hassliebe, ne? So richtig. Also ganz oft, ich bleibe recht. Ich habe gerade, tut mir leid, ich habe gerade Biberknecht gelesen. Ich meine, was ist denn wieder ein Biberknecht? Das ist wie ein Weberknecht, nur als Biber dann, oder was? Dorfwaffenembargo. Kontaktmann außerhalb der Kupfeltreppe und sie für sie die Waffen herschaffen. Oh, Minerva, wartet mal. Oh, die ist gerade ein bisschen doof. So, Kontaktaufnahme, verschlüsselte Kommunikation. Das müssen wir machen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ne, an, genau. Da müssen wir hin. Das kriegen wir locker hin. Das schaffen wir. Das werden wir jetzt auch tun. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen hilft im Kämpfen, ne? Beim Kämpfen, das wäre ganz cool, wenn sie auch mitmachen würde, ne? Ja, manchmal muss man da auch Prioritäten setzen und einfach mitmachen. So. Kennt ihr euch noch? Man sich fast schon niederlassen. Hier könnte man sich nicht niederlassen. Guck es dir doch an. Hier ist alles schlimm. Embargo. Das heißt, da drüben, das ist diese Satellitenschüssel, die gemeint ist. Ist okay, kriegen wir hin. Hallo, Freund oder Feind? Ey, warte mal. Bombi. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ray? Kenne ich nicht. Hm, pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Okay. Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Was ist jetzt mit der Musik? Ach, du bist es da hinten. Junger Schakal. Ist das wirklich ein Schakal? Du siehst nicht aus wie ein Schakal. Ach, guck mal, Zauber... Ah, nee, das war er hier. Nee, natürlich, unsere Begleiterin hat hier gar nichts gemacht. Die steht hier nur rum. Ich weiß nicht, vielleicht warst du es doch. Ich will dir kein Unrecht tun. Aber wenn du Unrecht begehst, dann werde ich dich... schelten. Schelle gibt's. Ah! Kleine Heilpflanze, die nehmen wir mit. Tukan, hauen wir um. So, und hier rüber geht's. Hier sieht's wichtig aus. Komm, Zielübung. Jawohl. Ich hol mir die Experience hier, Digga. Was ist das denn da für ein Vieh? Blutkralle? Was? Ich bin da. Ja, ach so, sie macht das mit dem Feuerzauber hier. Das ist ja schon geil, ne? Also wenn sie das wirklich tut, dann bin ich ja begeistert. Aber wenn nicht, dann... Da, guck mal, 25 Erfahrungspunkte. Das heißt, drei Staubsaugerroboter kaputt hauen und man hat mehr. Just saying. Rohes Fleisch, hier mitten aus so einer Hütte, ne? Kurze Nachricht. Die lesen wir. Auch wenn da Geheimnisse drin stehen, die will ich lesen. So, wo ist es? Hab vorhin schon wieder diese Viecher gehört. Die Stadt schickt niemanden, denen sind wir scheißegal. Ich gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei dem eingestürzten Tunnel. Ich werde den Rest unserer Minen nehmen und die Straße dort verminen. Die Viecher mache ich fertig, bin gleich zurück. Hat ja gut geklappt. Oh Gott. Das war wohl nichts. Oh. Wir suchen eine Möglichkeit, dieses Schlösserknacken noch schlechter zu machen als in Risen 2 und 3. Ich hab ne Idee, halt mein Bier. So, alles nehmen. Ein Speer erhalten. Und Klebeband. Ich glaube, Kaya steht da nicht so drauf. Und selbst wenn, ist ja jetzt nicht eine Frage des Wollens, sondern das Frage des, wenn ich das mache, dann hast du zu packen. So. Guck mal, hier sind noch so viele Pullen. Die nehmen wir alle mal mit. Metallschrott, so ein riesen. So ein Kompressor einfach so mitnehmen. Würde ich ja nicht auf die Idee kommen, ne? Würde ich einfach lassen.
Hier muss doch irgendwo dann die Mine auch sein, ne? Achtung! Aber Damage macht sie, ne? Boah! Auch wenn wir einen Begleiter dabei haben und schon auf Level 8 sind, dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier die ganze Zeit eigentlich nur in diesem Spiel auf die Fresse kriegen. Ja, komm. Nein, nicht auf mich! Ja, ich habe gerade den Tweet verfasst. Jedes Mal, wenn im Piranha-Bite-Spiel ein Begleiter irgendwo festhängt oder nicht im Kampf hilft, dann testet Nordkorea eine Rakete. So, und ich nehme auch kein Wort davon zurück. Das hat noch nie funktioniert. Das hat noch nie funktioniert. Nie. So, jetzt versuchen wir den Kumpel hier nicht nochmal, sondern gehen in eine andere Richtung. Hi! Hallo, Fremder. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was erzeugt mir denn die Ware? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Abenteurer? Graue Stoffkapuze, Energieschild, was ist das denn? Ist das, ach so, für die Kalaans Hammer? Zweihandwaffe. Macht nicht mehr Schaden, als ich jetzt ohnehin schon mache, ne? Oh Gott. Warte mal. Mit der Waffe bist du besser vorsichtig. Was hast du mir anzubieten? So, jetzt gucke ich nochmal. Da, jetzt ist es nämlich korrekt angezeigt. Oh, weiß ich nicht, ne? Schachterhemd. Das ist besser als das, was ich jetzt gerade trage. Das will ich. Was kostet das? 1000 Elixir. Ja, ist okay. Möchtest du... Ja. Ich ziehe mir jetzt mein Schachterhemd an. Und wehe, das sieht nicht schön aus. Wo? Sonnenbrille Hightech? Hör hier schon mal an. So. Das ist besser als das, was ich vorher anhatte. Kann man es glauben? Besser als die Jägerrüstung. Mit freier Arme und allem. Das ist besser. Ist okay. Das war bei diesen, wie bei diesen, Rüstungen für Frauen in so MMORPGs. Das ist auch so. Je weniger Kleidung du trägst, desto besser ist. Oh oh. Junger Schakal, nicht so schlimm. Muss nicht. So, Experience kriege ich nicht. Aber hätte ich sowieso nicht gekriegt. So. Rohes Fleisch erhalten. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass die Progressionskurve in diesem Spiel viel zu knapp ist, ne? Also wenn es nach mir ginge, wäre ich jetzt schon stärker. Ach, ich muss da oben rauf. Nicht auf den... den Funkturm muss ich, nicht Satellit. Satellitenschüssel. Kleiner Schlumpfen-Satellit. Das ist sowas wie dich noch... Ist da noch ein Händler? Hallo? Suggestor, Suggestor, Rainer! Na, wen haben wir denn hier? Ein verirrtes Schaf auf der Wiese der Ungläubigkeit. Lass mich dir einen neuen Weg aufzeigen. Zur Drachenschanze oder was? Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin niemand. Nur ein demütiger Diener Kalans, unserem Schöpfer. Du solltest dir keine Sorgen darüber machen, wer oder was ich bin. Mhm. Was machst du hier draußen? Kalan hat uns entsandt. Wir suchen verlorene Seelen, so wie du eine bist. Wenn du möchtest, werden wir dir helfen, auf den rechten Weg zu finden. Ja, wenn du willst, dann erzähl mal, zeig mal, bring mal. Erzähl mir mehr über Kalan. Das freut mich, dass du das sagst. Kalan ist unser Beschützer. Kalan ist unsere Rettung. Und Kalan wird derjenige sein, der es uns erlaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Aber erzähle mir erst einmal etwas über dich. Und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Wo hast du den Großteil deines Lebens verbracht? Okay. Aus Xarkor. Ich war einst ein Alp.
Du warst ein Alp? Das überrascht mich jetzt etwas. Aber du scheinst keiner mehr zu sein. Interessant. Kommen wir zur nächsten Frage. Gehörst du einer Fraktion an? Nein, ich gehöre keiner Fraktion an. Ah, ein Führungsloser, sehr schön. Gut, gut. Und wie sieht es mit deiner Aggression aus? Hast du in deinem Leben, egal ob jetzt oder schon länger her, schon mal einen der freien Menschen umgebracht? Jetzt müsste man so eine How I Met Your Mother-mäßige Einspielung mit ganz vielen Szenen machen, der anderen Gothic-Teile und Risen-Teile und so weiter, wie ich die Leute abgeflappt habe und dabei schön Murder Train spielen, genau. Nee, hab ich nicht. Nein. Nein? Na, wenn du das sagst. Ich hätte dann nur noch eine letzte Frage. Und bei dieser Frage lasse ich dich nicht lügen. Hast du mich bei irgendeiner der vorherigen Fragen belogen? Nö. Nein, ich lüge nicht. Suggestion? Warum? Warum? Wo habe ich denn gelogen? Ja, ich habe gelogen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber keine Angst. Wir haben sehr gute Suggestoren bei uns im Hort. Du wirst es dort mögen. Vertrau mir. Und jetzt schließe die Augen. Hör nur auf meine Stimme. Gleich bist du da. Ach, bitte nicht. Deine Suche hat nun ein Ende. Oh nein. Jetzt bin ich irgendwo angekettet in so einem Keller. Und trag so eine Ledermaske. Das will ich aber nicht. Du bist aufgewacht. Gut. Willkommen auf dem heiligen Boden Kalans. Du magst etwas verwirrt sein, aber das wird sich legen, wenn der Effekt der Suggestion abklingt. Was? Was ist passiert? Rainer, einer unserer erfolgreichsten Suggestoren, hat dich als neuen Rekruten auserwählt. Das sollte dir eine große Ehre sein. Uns beide? Das ist es. Ich möchte Kleriker werden. Das ist gut zu hören, Rekrut. Als Rainer dich erwählt hat, hat er wohl eine gute Wahl getroffen. Melde dich bei Reinhold, um mit deiner Initiation zu beginnen. Natürlich wirst du erst noch beweisen müssen, dass du dich hier bei uns wirklich nützlich machen kannst. Aber da habe ich bei dir keine Sorgen. Du bist auserwählt worden, die Reihen der Kleriker zu verstärken. Das solltest du niemals vergessen. Und jetzt geh und melde dich bei Reinhold, um mit deinen Prüfungen zu beginnen. Nehmt mal ehrlich, Leute. Ich find's einerseits ein bisschen doof, andererseits ist es so wie im ersten Risen, dass man da auch, wenn man zu den Magiern wollte, am Anfang einen drüber gekriegt hat und dann direkt da reingeschmissen wurde. Aber Leute, ehrlich jetzt, was soll ich denn sonst machen? Ich krieg hier Erfahrungspunkte frei Haus und werde wahrscheinlich, wenn ich hier rauskomme, die Möglichkeit haben, zumindest so ein komisches Moorhuhn umzuhauen. Und das hatte ich ja vorher alles nicht. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Erkläre mir die Regeln der Kleriker. Gut, dass du fragst. Pass gut auf. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elexidsplitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt... Neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Das ist auch so eine ungeschriebene Regel, ne? Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute.
Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Und Kaya, haben sie gleich mitgenommen? Wie geht es dir? Ich bin okay. Wir stehen noch ganz am Anfang des Krieges gegen die Alps. Na gut. Und wir stehen noch am Ende dieser Folge, denn wir haben jetzt ganz durch zauberhafte Art und Weise unsere Mütze wieder aufgezogen und unsere Brille. Das ist ja cool, ne? Oh Gott, ich sehe aus wie in so einem Mission Impossible Film.